Novotel Zürich West. Am 12. Mai 2012 startet hier die erste Social Media Recruiting Conference in der Schweiz. Da bei den herkömmlichen Recruiting-Anlässen das Thema Social Media oft nur am Rande behandelt wird, möchte der Veranstalter Jan Kirchner von Atenta aus Hamburg diesem brandaktuellen Thema hier mit einer zweitägigen eigenen Konferenz den gebührenden Raum geben. Ich denke, heute ist Social Media im Recruiting schon noch ein Trendthema, aber eins, was jetzt so langsam, jetzt auch den Übergang in den Mainstream schaffen wird. Das heißt, zukünftig wird es eine große Rolle spielen, weil man heute also schon zum Beispiel bei der Altersgruppe der Studenten sehen kann, dass die sich fast nur noch über Social Web informieren, und zwar über alles. Und das wird sich natürlich auch aufs Recruiting durchschlagen. Die Konferenz ist ausgebucht. Denn in vielen Unternehmen steht der Einsatz von Social Media noch ganz am Anfang. Also mich hat dazu bewogen, am Social Media Recruiting Tag zu teilnehmen, war eigentlich, weil wir gerade bei den Solothurner Spitälern im Moment in einer Phase sind, wo wir am Überlegen sind, in welchem Bereich wollen wir etwas tun. Mit Social Media ist das Xing, Facebook, wo wollen wir einsteigen und vor allem, wie sieht der Einstieg aus? Mit dieser Frage beschäftigen sich insgesamt 7 Referenten. Sie berichten dabei über verschiedene Trends und Best-Practice-Beispiele. Xing ist auf Business-Kontakte im deutschsprachigen Raum spezialisiert und arbeitet ständig an neuen Tools, speziell für Recruiter. Wir werden im weiteren Verlauf des Jahres noch eine Unternehmensrecruiter-Mitgliedschaft auf den Markt bringen. Das heißt, hier verbleiben die Daten der Kandidaten und die Möglichkeit der Kollaboration im Unternehmen. Dann haben wir noch verschiedene Ideen, wie wir die Jobanzeigen noch besser gestalten können. Hier ist das Stichwort Jobanzeige 2.0. Die HR-Verantwortlichen der Balois haben Facebook zur wichtigsten Plattform für ihre Social-Media-Aktivitäten gemacht. Wir haben Facebook gewählt aus dem Grund, dass es sehr multimedial ist und dass wir eine riesige Zielgruppe damit erreichen können. Wir haben 3 Millionen Nutzer nur in der Schweiz. Das macht 40% der Bevölkerung. Es ist aber in erster Linie ein Tool, um uns als Arbeitgeber bekannter zu machen, das heisst wirklich das Employer Branding Tool. Die Red2 AG führt für ihr Employer Branding einen eigenen Unternehmensblog. Serafina Opel zeigt auf, wie man mit einem Blog Stories aus dem Büroalltag erzählen kann und wie man Mitarbeiter motiviert, selber Blogtexte zu verfassen. Wir haben den Blog für längere Texte, wir haben Facebook für spontanere Sachen, aber auch für Fotos. YouTube für Videos und schlussendlich spielt das Ganze dann harmonisch zusammen. Auch Sourcing-Spezialistin Susanne Hagen arbeitet auf verschiedenen Kanälen. Sie sucht gezielt nach passenden Kandidaten für Philips und ist dabei sehr kreativ. Der Klassiker ist natürlich Xing und LinkedIn und vielleicht auch Profildatenbanken. Ich kann aber auch Kandidaten über Amazon zum Beispiel finden. Bei schwierigen Profilen suche ich dort gerne mal, wer hat ein Buch darüber geschrieben. Und denke über die Ecke, habe einmal den Autor und dann auch nochmal die Person, die das bewertet. 2 Personen, 2 Namen mindestens, das lohnt sich auf jeden Fall dort auch zu schauen. Robert Zantner von Nefos arbeitet seit einigen Monaten mit Videos, um Stellensuchende auf sein Unternehmen aufmerksam zu machen. Seitdem bekommt Nefos wesentlich mehr Bewerbungen als zuvor. Die Bewerber beziehen sich auch, also entweder in den Anschreiben oder auch in den Gesprächen, immer auf die Videos. Und wir sind da sehr, sehr happy damit. Videos sind immer noch ein gutes Mittel, um sich von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Auf Social-Media-Plattformen sind sie die am zweitmeisten geteilten Inhalte. Und auch sonst lassen sie sich sehr vielseitig einsetzen. Die Videos können direkt in die Stellenanzeige integriert werden. Das ist möglich auf allen Jobportalen. Jobs.ch, Jobwinner.ch etc. Plus auf die kleineren Portale, wie zum Beispiel Engineercenter.ch oder auch Jussi.ch, das Lehrstellenportal. Weitere Themen sind die Entwicklung neuer Tools zur Verbindung von Social-Media-Profilen mit Stelleninseraten und die Weiterentwicklung der Jobportale. Stichwort dort sind sicherlich auch aktive Suchen, CV-Datenbank, intelligente Lösungen, vor allem auch im Bereich Matching, sowohl für Arbeitnehmer, also Inserat-Matchen auf bestehende Profile, die man hat, oder auch umgekehrt für Stellensuchende, das Matchen von einem Profil auf passende Stellen. Und dort, glaube ich, gibt es noch viel Potenzial und unter dem sind wir auch aktiv am Arbeiten. Wie immer geht es an dem Anlass auch um Networking und Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern. Wir setzen diese Tools im täglichen Business ein zur Rekrutierung, zur Markenpflege unserer Arbeitgebermarke.
Und das ist für mich immer sehr interessant zu sehen, auch andere Aktivitäten von anderen Unternehmen, wenn die vorgestellt werden. Und das ist bislang sehr gut gelungen. Ich glaube, es ist sicher ein komplexes und schnelles Thema, wo man muss dranbleiben muss. Und wenn man jetzt im HR eine Funktion hat, die nicht spezialisiert ist, wo alles in einem ist und das noch dazu kommt, ist das sicher noch eine Herausforderung, das zu integrieren, optimal. Was ich jetzt noch ein bisschen abwägen muss, wie das auch für unsere Firma ein Thema könnte werden. Da werden wir jetzt noch ein bisschen Gedanken darüber machen und dann ja, werden wir sehen, wie es weiterläuft. Eines ist sicher, Social-Media-Plattformen sind die Kommunikation der Zukunft. Es führt langfristig kein Weg daran vorbei.